Kit Bio Sample 1. Okay, hier ist Waterloo. So, zack. Zack, nehmen wir auch mit hier. Ein bisschen hier Schwefel, weiß man nie, was man braucht. Was für Level bist du denn jetzt eigentlich? Wer, ich? Ja. 52. Ach du Scheiße. So. Das muss ja irgendwo beim Wasser sein. Muss nicht. Ab. Ja, genau, weil, stimmt, in der Ding, in der Mission war es ja so eine Höhle, aber es kann auch die Endmission sein, also das ist die Endding sein. Irgendwas hat er auch am Anfang erzählt, ich habe da nicht ganz zugehört. Meistens gibt es irgendwelche Hinweise am Anfang. Ich dachte, die läuft schon weg. Ja, dann Doppelfeil. Also Wasser ist ja auch nicht wirklich ausgereift hier. Oh, okay, egal. So, mal gucken hier, wo das ist. Bestimmt ist so eine Pflanze, die mich vergiftet gleich. Hey, was denn? Fast, Gamma, fast. Fast. Mission zu erledigen. Mission zu erledigen. Quasi Quest zu machen hier. Auf dem Planeten landen, Mission erledigen, wieder hoch. Planeten, dadurch den Planeten entdecken. Freischalten, andere Territorien. Missions. Hat er nicht gemeint, dass es eine Höhle ist, vielleicht? Geh mal gucken. Ja, hier, das ist die Map halt, schau. Die ist halt etwas größer. Da gibt's Wüstengebiet. Schneegebiet und so weiter. Das ist jetzt das Forest. Schaut doch mal gleich aus, klar. Ist viel Copy-Paste vom Gebiet, das ist klar. Das ist klar. War wild das Gebiet. Schiff mitnehmen. Alter, wo sollen die Kacke denn sein, ey? Ist doch nicht schlimm. Ich suche sie nur so nebenbei und mach meine Arbeit hier. Alles halb so wild, wenn es nicht gleich zu finden ist hier. Ganz entspannt hier. Neue Welt, neue Mission. So. So viel Mais, Alter. Mais und Kürbis nebeneinander. Boah, ich lebe im Luxus hier. Ach doch, man kann das doch so machen, ich dachte. Genau, weil das ist. Bei der Mission ist es so, wenn du dann hochfliegst, alles, was du am Planeten machst, ist alles erstmal alles weg. Kannst aber auch den Sandkastenmodus spielen, wo du alles halt behältst, aber da gibt es keine Missionen. Du kriegst für diese Mission Punkte und für die
Punkte kannst du im Weltraum auf deiner Station anderen Anzug kaufen, so Module für deinen Anzug, dass du schneller läufst, dass du mehr aushältst, anderen Bogen und sowas. Dass du direkt von Anfang an schon Sachen hast und dass du die nicht bauen musst. Wie Inventar voll. Ich bin schon so krass, mein Inventar ist voll hier. Der, das ist so gefährlich, wenn er das ins Ding rein tut. Ein Futterstoff hier. Steine brauche ich. Hast du gefunden? Nein. Okay. Ich bin mitgekommen. Je nachdem, wie anspruchsvoll die Mission ist, musst du dich mal mehr, mal weniger aufbauen. Das wissen wir halt jetzt vorher nicht. So. Nein. Okay. Dann grill mal schön, mein Freund. Was kostet denn so ein Ding überhaupt? Hm? Maus? Ich muss den Bildschirm rauskommen hier. So, okay, das machen wir schön hier. Dankeschön. Dankeschön. Gut, ich habe hier. Kurz AFK. Ja, bei dem Punkt habe ich hier den gebaut. So. Nochmal Bären. Kiste, Holz fehlt mir da. Aber egal, wir suchen weiter. Also das soll hier in der Gegend sein. Kann natürlich auch in der Höhle sein, wissen wir ja nicht. Ich frage mich dann, warum Doppelkreise sind. Und die haben diese Markierung für die Map verbessert und seitdem sie das gesagt haben, ist es schlechter geworden. Das wird doch nicht im See sein, oder? Das muss aber in der Höhle da sein, dann. Nicht im See sein, oder? Machen die doch nicht. Wasser ist halt irgendwie wild bei dem Spiel, keine Ahnung. Es gibt auch Piranhas, klar, aber man kann da sonst nichts im Wasser machen. Obwohl, hier gibt es irgendwie gar keine Fische. No fishes at all. Ah ja. Hab ich noch einen anderen gehört? Nee, oder?
zumindest so angehört, da bist du aus anderen Dreck gelaufen. Ein brutaler Rudeljäger. Dann geht dir mein Lagerfeuer aus. Wie nett. Wie nett. Was ist denn das? Was ist denn das für Gewächs hier? Was ist denn das für Gewächs hier? Das ist doch nicht normal. Good find. I never seen one of those before. Maybe terraforming didn't wipe out everything in this area after all. Jo, danke dir, Klick. Wünsche ich dir auch. Es war meine Ehre, dass Sie da waren. Finde Biogruppe Nummer 2. Achso, sind alles in dieser Area, oder was? Ist keine Mark, kein neuer Mark auf der Karte? Man hat es aber direkt erkannt hier. Was Greeny für Encerino, wenn er kommt. Ja, wie bitte? Hast du gefunden denn? Ich habe das Screenshot geschickt, das sieht man direkt. Ich bin hingegangen, habe gesagt, was ist das für eine komische Pflanze? Also, so sieht man doch, kennt man gar nicht. Das erkennst du gleich. Wo denn? Wo bist du? Hab das Screenshot geschickt. Wo? Discord, oder? Discord? Achso. Ist das, über das wir reden? Ja, so, wo denn? Wie, wo denn? Nachricht. Guck doch, PM. Nein, ich seh das nicht. Ich seh nicht, was da auf dem Bild zu sehen ist. Schau doch dieses komische Gewächs da an. Das große Gewächs bei dem Berg. Das, was so hoch wächst. Das ist doch nicht normal, es fällt doch voll aus dem Rahmen. Schau doch mal die Farben an. Überall alles so und da ist es halt total hell. Da ist die Pflanze. So, ja. Okay. Okay, der kleine Kreis ist glaube ich weg, aber es sind, schätze ich mal, alle in dem, ist nichts Neues markiert. Es sind glaube ich alle in dem Gebiet hier. Ich habe auch im Wasser gesucht schon. Er hat gesagt, anscheinend macht Terraforming doch nicht alles kaputt. Mal schauen, wo nochmal sowas ist. Terraforming macht anscheinend doch nicht alles kaputt. Hat er gemeint. Was für Terraforming? Ja, Terraforming. Und wenn du die Erde veränderst. Ja, warum kann man hier terraformen? Anscheinend haben wir das vor, keine Ahnung. Der hat nur gesagt das. Achso. Weiß ich? Ich kenne die Story ja nicht. Anscheinend ist irgendwas gemacht worden. So habe ich es jetzt verstanden. Anscheinend ist ja irgendwas gewesen. So. Alter, ist der schnell. Natürlich, erster Bissen direkt. Frech. Ja, na klar kriege ich jetzt Schaden, weil ich nicht unterstehe. Was für ein Ding ist das? Was für ein Debuff? Doch nur Verband, okay. Okay, mir geht's wieder gut. Also das heißt, vielleicht wenn alles so Pflanzen sind, ist immer irgendwas. Was soll ich jetzt da machen? Da war ich. Was soll ich denn machen? Da ist so eine Pflanze in der Mitte. Die musst du anklicken. Die wird dich vergiften, wenn du näher rangehst oder so wie die andere letzte Mal, glaube ich. Die ist das, genau. Das ist doch da, wo ich war. Ja. Und in dem Gebiet soll es noch mehr geben von denen, oder was? Anscheinend, weil er hat nichts Neues markiert. Keine Ahnung. Mal gucken.
Dann kann natürlich auch in der Hülle sein. Du warst ja in einer Sonne, aber da war nichts, ne? Nein. So, das eine ist bei dem kleinen Berg. Es war natürlich auffällig, dass der kleine Berg da ist in der Mitte. Mhm. Das andere kann... Vielleicht muss dort irgendwo... Schauen wir mal. Ach so, in dieser Höhle warst du, oder was? Hier. Ja. Da war gar nichts. Auch nicht, auch nicht da hinten, oder? Bist du komplett rumgelaufen? Mhm. Also, hab nichts gesehen. Okay. Ich schau noch mal, weil laut diesem Ding hat er doch gesagt, es könnte hier sein. Okay. Aber ich hab's jetzt nicht mitbekommen, ne? Was der gesagt hat. Ach so, ja. Das Bild von der Mission sah halt aus wie eine Höhle. Nur das. Ist bestimmt eins in der Höhle. Oder die End, das Endding ist in der Höhle. Mal schauen. Finden wir schon. Das Gebiet ist zwar groß, aber nicht ganz so groß. Mhm. Vielleicht ist ja eins am Berg, das andere ist in der Höhle, das andere, was weiß ich. Ich habe auch im Wasser schon geschaut, weil ich dachte, hey, vielleicht ist das im Wasser, aber irgendwie ist Wasser sehr komisch in dem Spiel. Ach, du hast noch eine Höhle gefunden. Ja, aber das ist außerhalb vom Kreis. Achso, okay. Nee. Es ist halt verwirrend gewesen, dass es einen inneren Kreis gab. Groß und klein, aber auch immer. Also ich baue mir jetzt erstmal hier ein Lagerfeuer auf und koche mir mein Zeug. Da wo das rote ist, stehen schon zwei Lagerfeuer. Also wo meine Markierung ist, wenn du willst. Ist halt in der Mitte da. Beim See direkt. Natürlich wird es jetzt gleich regnen. Da ist aber schon alles gekocht soweit. Währenddessen. Also ich habe ja schon länger das aufgestellt. Ist irgendwie die Markierung, je nachdem. Achso, nicht schlimm. Hat ja vorher auch geregnet schon. Oder es war windig. Ist das hier vielleicht am Rand oder so? Das hat irgendwie so eine komische Pflanze. Hier, ist das richtig hier so? Ja. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass es so mitten am Rand irgendwo ist, sondern muss man irgendwie... Das werden wir schon sehen. Vielleicht kann man hier einiges nur nachts sehen. Kann ja auch sein. So eine Nacktpflanze ist das denn vielleicht. Shelter, okay. Ja.
mich zu diesem Berg hier. Ist der noch in der Zone? Ja. Der ist noch in der Zone. Philibion 2. Bioprobe 2, meine ich. Ich bin hier immer dafür gewesen, dass das Spiele so Multi-Monitor-Support kriegen, dass du zwei Monitor und zwei Monitor hast, dass du auf der zweiten Monitor die Map anzeigen lassen kannst hier. Aber es hatten bis jetzt nicht so viele Spiele. Auch wenn du jetzt keinen zweiten hast aktuell, Enzo, normalerweise hat man das ja heutzutage. Und viele haben das. Was dann? Zwei Monitore, dass man auf den zweiten Monitor sich irgendwas anzeigen lassen kann. Achso. Ich hatte nur nicht angeschlossen gehabt. Achso, okay. Wäre cool, wenn man so Multi-Monitor-Support kriegt. Einfach auf den zweiten Monitor die Map. Das wäre halt nice, sowas. Digga, wie lange muss man denn hier suchen? Ja, bis wir es finden. Bis wir es finden. Ist was finden. Und nicht tot oder was? Der ist nicht so schwer. Das ist doch nur Regen. Wir sind doch in einem Anzug drin, der komplett luftig ist. Eigentlich. Das können wir nicht ahnen. Das könnten wir nicht. Das könnten wir nicht Oxygen da haben. Dann brauch. Ich bin gerade dabei, den ganzen Rand abzusuchen. Aber kann sein, dass es nicht am Rand ist. Okay, da ist es bestimmt nicht hier am Rand, ne? Es sind ja, glaube ich, mehr als zwei Proben. Anfang stand drei oder so. Hast du einen Schlafsack? Nö, aber ich kann einen machen. Hier so eine Fackel herstellen. Ist ja gleich nachts, dann kann ich hier schauen, habe ich Licht. Vielleicht sieht man ja die nachts besser, diese Dinger. Glaube ich, ja. Und sie leuchten. Das ist unnatürliche Sache. Das kann ja schon sein. Schwefel, Oxygen. Ja, habe ich noch ein bisschen was? Ist da ein Bär oder was? Nee, ist kein Bär. Ich bild mir eigentlich einen Bären gehört zu haben. Bin mir da nicht sicher. Ist hier nicht irgendwo die Höhle?
Was halt? Achso, bei diesem Berg in der Mitte ist. Da ist kein Eingang, gell, zur Höhle. Oh. Da ist die Pflanze da mal zur Höhle. Dass vielleicht unten drunter irgendwie eine Höhle dahin führt. Unter den Berg. Weil wenn die Pflanze da irgendwas gemacht hat, vielleicht ist es ja unten drunter noch. Weiß ich nicht. Kann ja auch sein. Mal schauen, vielleicht sieht man in der Nacht mehr. Bin ich noch? Ja, ich bin noch im Gebiet. Das ist 6, okay. Also ich... Sucher, das versucht es halt irgendwie systematisch anzugehen, aber ich schätze mal, das hat damit was zu tun, dass sie da unten, dass sie da ist. Müssen wir schauen, vielleicht führen wir von der die Spur zur nächsten oder einfach suchen. Ja, hier gibt es ganz viele. Okay, hier ist nichts am Rand. Hm. Kommst du? Hier ist gar nichts. Ja, ich suche halt hier noch. Muss laufen hier im Kreis genannt. Und schauen, ob hier was ist. Na komm, schlafen. Ich sehe nachts nichts. Oh, ich muss dir gerade nicht. Soll ich jetzt hier nicht mehr im Kreis laufen, oder was? Soll ich jetzt abbrechen, oder wie? Wo bist du denn? Bist du weit weg? Ach, du bist auf genau auf der anderen Seite. Ja, dann lass mich zumindest mal hier im Kreis nochmal laufen, weil jetzt muss ich nochmal dahin. Ich laufe hier den Kreis entlang, ja. Jetzt zumindest hier gucke, wo das ist. Das kann halt irgendwo immer so hier sein. Ich denke immer bei diesen komischen Markierungen auf der Karte, weißt du? Aber anscheinend doch nicht. Hier vielleicht, dachte ich immer. Bei diesen Dingern da. Nö. Jetzt hier nicht, da auch nicht. Oh, bin auf dem Weg eigentlich zu dir. Ja. So, mach mal einen Pfeil über dein Ding. Also ein Punkt, wo du gerade bist, damit ich ohne Karte laufen kann. Okay, nice, dankeschön. Wenn so eine Nuklearpflanze ist, würde sie leuchten ja nachts, ne? Wenn so eine Nuklearpflanze ist, würde sie ja nachts leuchten. Und das für eine Sicht? Hast du den gedrückt? Hier. Ja, hier. Was für eine Taste ist hier? Ich drück da an den Seitenrum. Man sieht das. Man sieht das. Man sieht das Ding nicht. Die Maus mit Discord nicht. Sehe ich? Ah, no.
Steht nichts dran, steht nichts drüber, kann man nicht mit Tasten drücken. Ach, ach da rechts bei den Pfeilen. Ah, hier. Mhm. Die Würmer spawnen selbst nach, wenn man sie in der Höhle einquartieren würden. Wenn wir länger weg sind. Oh, noch ein Wolf, Moment. Zwei Wölfe auf dem Weg noch. Na warte, ich habe keine Ausdauer. Okay. Sind weg. Also ich muss schätze ich mal runter, ne? Ja, okay. Ich bin auf dem Punkt genau nachgelaufen. So. Es müsste dann gleich irgendwo da sein. Irgendwo muss ein Eingang sein. Hier oder was? Okay, da haben wir keine Lungen zu dem Krieg, dann passt das, wenn wir schnell rausgehen dann. Rechte Maustaste, Deploy. Ja. Alles rot, alles rot. Hier. Okay. Fertig. Achso, nichts zum Gegölt, okay. Dann, ja, dann gucken wir halt, ne? Ist hier, also ist hier echt nichts in der Höhle, gell? Das ist die kleine Höhle von vorhin, gell? Hier ist keine Kleinigkeit, nicht irgendeine Blume, irgendwas zum Anklicken. Gar nichts, nee. Schade. Gar nichts. Vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, dass ich hier down drin. Aber ich habe jetzt am Rand, habe ich eigentlich alles abgesucht, außer jetzt hier in der Nacht. Ich bin bei 7 Uhr stehen geblieben, so unten. Achso, du bist nochmal bei dem Ding. Dann schau mal, ob da irgendwie ein Hinweis ist. Oder geht's da vielleicht unten rein? Da eine Höhle irgendwie. Dass da vielleicht ein Eingang ist und dass man von unten nochmal schauen muss. Was sind denn meine zwei Dinger hier? Das ist komisch, sage ich dir, Enzo. Das ist sehr komisch hier. Ich dachte zumindest, dass er irgendwie einen kleinen Bereich markiert. Mag er nicht, hat er keinen Bock. Hat doch gesagt, nö. Nicht mit mir. Falsch.
Das ist mir nicht so heiß, so wegen dem Lassen. Das Wasser. Noch irgendwie Low-Level-Tiere hier. 17 Einser und so. Das ist auch eine easy Mission, wa? Also durch den See bin ich halt schon geschwommen, aber ach, ich habe halt nicht alles abgesucht im See. Aber ich weiß nicht, ob sie jetzt auch See-Content haben hier. Ich glaube, sie See-Content haben hier. Runtergehen. Aber die haben uns noch nie so blind suchen lassen. Ich schau noch mal raus. Nee, da, oder sehen wir vielleicht, schau du noch mal auf der Karte, ob da... Da oben ist was. Schau hier, Alter. Oben rechts. Hier ist nichts mehr. Guck mal da. Ganz schlecht oben rechts. Die lassen uns doch nicht so doof suchen. Ne? Also, das war doch schon von Anfang an dort. Nee. Ich hab's nicht gesehen. Ich glaub schon. Keine Ahnung, ich glaube. Ich glaube, dass das Finde Biotope 2 erst gekommen ist, indem die Einser weg ist. Und wir suchen jetzt. Ja, mal nochmal gucken hier. Sicher gucken wir mal hier. Also ich habe keinen einzigen Stein zum Herstellen von den Pfeilen. Schweinerei. Ist hier nicht gekocht oder was? Ne, brauche ich nicht mit. Bestimmt genauso eine Mission wie die andere. Lauf dahin, zack, und zur nächsten. Aber immerhin haben wir es nicht aufgebaut. Das ist schon mal okay. Ich finde es hier rumpilgern schon cool. Eine Stunde gesucht. Naja, ist ja nicht schlimm. Eine Stunde, ja. Stunde hier, Stunde da. Ich muss was trinken. Kein Wasser, ich bin besoffen hier. Deswegen, ich hatte mich gewundert, die haben es noch nie irgendwie so blind irgendwo suchen lassen. Immer so grob Markierung wussten sie ja. Einfach mal Scheißerei bekommen. So muss das sein. So muss das sein. Ich freue mich auf die Zombies-Map. Stell mal vor, da kommt eine Map mit Zombies. Können sie easy machen. Das haben sie ja drauf von Daisy, oder? Sind eigentlich die Daisy-Zombies immer noch so komisch? Im Anfang? Nein. Zum Glück, dann können sie genau die implementieren.
So, einfach spazieren gehen hier. Hat uns aber auch keiner irgendwas gesagt hier, dass das nicht da ist. Ich dachte, der nette Mann wüsste das vielleicht. Aber so zwischen 20 und 23 Uhr ist immer sehr, sehr wenig los. Zu grob. Inzwischen noch kommen die dann wieder von aus den Löchern. Kate quatscht schon mit Yaro. Wir können ja nicht teilnehmen am Chat. Mhm. Da gibt es irgendwelche Pläne, die sie schmieden. Vielleicht ist es ja ein Hochzeitsplan. Wir sind eingeladen. Beste. Der nette Mann ist heute nicht so nett und sagt uns, dass wir da umsonst gesucht haben. Krieg vielleicht nur kurz geschaut. Mhm. Vielleicht irgendwas hat Besuch von Monster. Mal schauen, ob noch so lange. Wie lange? Schon von fast allen in Lebenslauf ist. Und Yalfin ist bestimmt wieder woanders um Mordarbeit machen, wie er gestern gesagt hat. Und Yalfin. Das kann gut sein. Oder sie sind alle in den Diskotheken am Samstagabend. In Clubs. Denke ich mir. Safe. Und wir suchen hier uns dumm und dämlich. Wow. Naja. Das eine haben wir ja schnell gefunden. Das erste und dann das zweite haben wir nie auf die Map geschaut. Passiert. Das Schönste ist, dass das Wetter immer auf unserer Seite ist. So wie in echt. So. Ah ja, bist ja gleich da. Mal gespannt hier. Was du da findest für Bio-Sachen hier. Lol, der andere Chat, der auf Spectator ist hier, auf Spectator-Modus. Dem ist halt heiß und zuschauen. Das ist so das rote Ding links herum. Ja, weil er dir zuschaut, weil du heiß bist, oder? Best. Auf jeden Fall. Es ist. Jawohl. Dann lock mal die Dinos an. Lock mal die Dinos an. What the hell happened here? Hui. There's rumors that exotics can affect living organisms. But this? I don't even know what to call this. Was ist das? Können wir da zurück. You got what you came for. Was hast du denn gesehen da? Weil er sagt, oh mein Gott, das guckt dich, was ist so krass daran? Ja, hast du nicht gesehen? Nee. Ach, oh, warte, ich mach mal groß, da muss ich nicht hinlaufen. Hä? So ein Bioorganismus oder was? Okay, okay. Das befallen das Reh. Krass. Ja. Wie geil. Ach, da unten ist das. Warte, da müssen wir dann hier abbiegen oder was? Hier? Beim See? Da unten ist es nicht da unten, wo wir vorher waren? Nicht. Wahrscheinlich. Cool.
Aber jetzt sag mal ehrlich, was sagst du denn zu dieser Mission jetzt hier, von diesem Hin- und Herlaufen, wie ist das? Hätte man das auch noch anders gestalten können? So ein bisschen mehr so zwischendurch große Elite, größere Elite, irgendwelche Boss-Dinger oder so. Was sagst du? Oder es sieht für mich aus, als ob es nur so zum Farmen wäre. So für die Punkte, so Alibi-Sachen hier. Ja. So richtig große Quests oder Missionen sind es jetzt auch nicht. Also meine Meinung. Mhm. Also, ich meine, man könnte es ja so hinmachen, man hat ja wirklich 7 Tage Zeit, dass du wirklich struggles. Also, jetzt nicht so krass 7 Tage, also brauchst du zumindest einen Tag, brauchst du wirklich... Weiß ich nicht. Vielleicht ein, zwei Liter im Wald, dass du da hingehen musst, dann muss ich vorbeipirschen und so wieder Polar. Gut, Polarbär sind genug Elite. So. Gucken wir mal. Müssen wir da reingehen, ja? Okay. Das ist wieder ein See und dann, ja, dann. Ich nuckel nochmal am See. Hab ich Bock? So, mal schauen, ob ich diesmal wieder Durchfall bekomme. Ja, bekomme ich wieder. Hab so selten das bekommen. Das bekomme ich erneut. Frech. Vielleicht haben wir auch über die Mission nie über nachgedacht, so wirklich. Also einfach laufen, gucken. Zack. Sauerstoff ist gleich leer. Aber siehst du, wenn man es aufgebaut hätte, haben sie wieder ein bisschen geärgert hier. So laufen wir lieber rum ein bisschen. Die Welt entdecken. Gibt es ja viel zu sehen immer. So, okay, passt. Habe ich mal Oxid geklopft. Habe ich nicht mehr gehabt. Kann er wieder zuzeln da. Ist das hier? Okay. Ach, das ist doch unsere Höhle von vorhin. Das ist genau da, wo wir waren. Die können wir doch aufklopfen hier, oder nicht? So, warum war es in dem Gebiet ist und dann schon mal weiter hier. Die Story geht immer weiter nach diesem Mission. Alter, schon wieder Sturm, what the fuck? Gerade eben war Sturm. Aber so heftiger Sturm wie in der allerersten Mission gab's nirgends. Also echt, ich war damals echt 2 Stunden unterwegs und 1:50 war nur Sturm. Komplett, was jedes Mal, wo ich dann Energie verloren habe. Hier ist der Fluss, bei dem ich vorher versucht habe zu laufen, das wird, zu trinken. Das wird im Eisgebiet sein. Echt geil. Ach, ich finde es im Eisgebiet nicht schlimm. Fast besser als in der Wüste. Na, Wüste war jetzt auch nicht so. Aber Eisgebiet ist auch nicht so. Das kann ja. Kein
Fasern, kein irgendwann gar nichts. Ja, ja, klar, du musst halt schon hier dich aufbauen und dann dahin laufen. Ach, generell jetzt auch nichts hier so. Einfach durchlaufen, ist ja nichts, keine Ahnung. So wenig Tiere und so jetzt hier sind. Ja, selten. Wer weiß, was wir jetzt sehen in der Höhle. Erstmal da so. Die erste Pflanze hat den Berg befallen. Okay, das war ja noch schön. Die zweite Pflanze hat jetzt hier das Reh da befallen. Das war nicht so geil. Gehen wir jetzt links oder rechts hier? Was meinst du? Ja, wir gehen nach unten lang, oder? So war da, wo vorher waren, da beim Eingang da, oder nicht? Weil hier ein Schneegebiet rein, wäre doof, oder nicht? Oder müssen wir durch Schneegebiet durch? Schneegebiet. Wir müssen durch Schneegebiet. Also wir können nicht hier unten lang, oder was? So? Nein. Da geht's nicht weiter. Okay. So. Da müssen wir uns aber schon was bauen, eine Rüstung oder sowas. Das ist ziemlich weit. Oder nicht? Irgendeine Rüstung. Okay. Ich baue erst meine 4x4 bis. Genau, machst du aber hier direkt am Schnee. Ja, so wie davor auch. Genau. Was habe ich denn hier alles? Das. Das. Reicht, also das 4x4 reicht doch nicht, oder? Da müssen noch mehr Sachen reinkommen. Was ist denn da alles rein tun? Ja. Die Textilbank, die Werkbank, Feuer, Kiste. Sind 12. Inventar voll, okay, ich kann nicht mehr. Für 53. Und dann? Ist beim Kloppen hier. So, ja, ich habe auch ganz viel Holz. Alter! Was ist so? Was passiert? Ganze Baum abgefällt auf einen Schlag, ey. Ja, das ist geil, ja. Bist du überhaupt? Bist du nicht hier bei mir? Komm weiter hoch. Geht, also falls du baust, nicht so weit unten, oder nicht? Was können wir denn herstellen hier? Rein brauche ich noch 13. Nee. Achso, okay. Was ist das sicher, ne? Ne, ich brauche 12. Dann brauche ich 9. Okay, wieder Phasen genommen. Geil. Also ich hab noch 8 für dich, wenn du willst. Das ist gut, ich hab schon fertig. Ach so. Na gut. Ich hätte 8. Kannst du ein Ding bauen? Diese Stelzen. Ich hab jetzt. Ach so, ja gut, warte, ich mach die wieder kaputt. Oh, 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 oh. Warte, ich mach 2 von denen. Ich muss. Ich baue 31, kann ich bauen, aber Inventar ist voll bei mir. Das fällt alles runter. Was sind die Sind wieder die anderen oder was? Oh, stopp, Inventar. Stopp, Herstellung. Wo stoppt man das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, ja. Ich weiß nicht genau.